Beim diesjährigen Kongress für Viszeralmedizin der DGVS in Wiesbaden zeigt Fujifilm seine breite Produktpalette an Endoskopen auf einem Messestand, der zu Dialog und Austausch einlädt. Fujifilm öffnet sich mit neuen Technologien am Markt und das wollten wir auch hier eben halt dem Publikum auf der DGVS mitteilen. Jeder ist willkommen bei uns. Wir haben ein offenes Ohr. Der Dialog steht für uns hier ganz an erster Stelle. Besonders beim aktuellen Satellitensymposium spielt der Austausch eine wichtige Rolle. Erstmals stehen neben Erfahrungen aus dem Klinikbereich auch Einblicke in gastroenterologische Praxen im Fokus. Der niedergelassene Arzt Dr. Gero Moog arbeitet seit über einem Jahr mit Eloxeo-Endoskopen und teilt seine Erfahrungen mit dem Publikum des Fujifilm-Satellitensymposiums. Ich denke, dass die enge Kooperation mit der Industrie für uns wichtig ist, weil wir damit natürlich sehr viel mehr an Weiterentwicklung und an Verbesserungen auch endoskopischer Technik in die Praxis hineintragen können. Für Fujifilm ist die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten sehr wichtig, um die beste Qualität für Patienten zu erreichen. Und auch Professor Helmut Neumann vom Universitätsklinikum Mainz ist von Eloxeo-Endoskopen überzeugt. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit klinischen Studien zu neuartigen Techniken in der Endoskopie wie dem Linked Color Imaging. LCI ist ein ganz wichtiger Modus, von dem wir gelernt haben, dass er uns hilft, ganz deutlich mehr kolorektale Läsionen bei unseren Patienten zu finden. Und nicht nur Läsionen im Kolon, sondern tatsächlich auch im Bereich des oberen Gastrointestinaltraktes. Am Messestand können die Geräte direkt in die Hand genommen werden. Das aktuelle Eloxeo Duodenoskop kann dabei sogar live am Modell getestet werden. Gebietsleiter Adam Opaschowski kennt die Möglichkeiten, die das Modell bietet. Wir haben hier ein Modell mit einer Papille, wir haben ein Modell, wo wir auch den Zielbogen simulieren können. Und zusammen mit der Firma Medwork kommen wir auch mit Zubehör in den Gallengang rein, praktisch reingehen. Was hilfreich ist, um das Produkt nicht nur theoretisch, aber auch praktisch zu zeigen. In der Praxis bewähren sich Endoskope von Fujifilm bei einer immer größer werdenden Zahl von Kliniken und gastroenterologischen Praxen. Um an den Erfolg anzuknüpfen, arbeitet Fujifilm weiter an Innovationen, die sie auch im nächsten Jahr auf der Jahrestagung der DGVS präsentieren werden.